für uns oder für mich war wichtig, dass wir eine Lösung finden, die einfach in der Handhabung ist und die keine zusätzliche Hardware braucht. Und dann ist ja auch irgendwo klar, dass SICK dann einer der wichtigsten Ansprechpartner ist, weil wir ja in der Sicherheitssensorik für die Laserscanner SICK schon immer standardisiert haben. Bei der Software, die wir zusammen mit SafeLock entwickelt haben, handelt sich im Kern um eine Lokalisierungssoftware, die erweitert ist um eine virtuelle Liniennavigation. Wir haben am Fahrzeug von SafeLock verschiedene Sensoren verbaut, Sicherheitslaserscanner, Magnetsensoren und andere Sensoren. Und wir nutzen diese Daten, um die Position von dem Fahrzeug zunächst mal im Raum zu bestimmen. Die Robustheit des Systems liegt eben genau darin, dass wir immer verschiedene Datenquellen nutzen. Also das heißt, wir verlassen uns nicht immer nur auf die Informationen von einem System, sondern wir können auch weiter Features nutzen wie Reflektoren. Weitere Punkte, die sehr nützlich sind, wo wir verschiedene Sensordaten nutzen, sind auch die Odometriedaten, das heißt Daten vom Fahrzeug, wie es sich bewegt. Das heißt, wir haben wirklich eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung, die uns hilft, das System eben robust in Betrieb zu halten und so dem Kunden auch das Versprechen zu geben, dass er ein System hat, das hohe Verfügbarkeiten garantiert, aber trotzdem in jeder Situation angepasst betrieben werden kann. Wir machen inzwischen Inbetriebnahmen von echten Projekten in wenigen Tagen. Das ging früher nicht. Ja, unser größtes Projekt in den vergangenen Jahren war in einer neuen Automobilfabrik in Deutschland. Und dort haben wir 500 Geräte in einer Fabrik am Fahren und liefern dort die Teile ans Band. Also wir sind ein großer Teil von der Bandversorgung. Und es ist schon fantastisch zu sehen, was alles möglich ist. Wir werden das System natürlich modular erweitern. Das ist die Basis, wie wir es entwickelt haben. Wir werden hier weiterentwickeln und in relativ kurzen Zyklen ist unser Ziel, auch neue Features dem Kunden zur Verfügung zu stellen.